Sport Plus, komm, Sport Plus muss sein. Bei FastLab steigt heute das jüngste Mitglied einer koreanischen Motorsportfamilie in den Ring. Der Hyundai Kona N. Als Neuzugang muss er aber erst noch beweisen, dass er das Familienwappen zurecht trägt. Und jetzt kommt N zur Geltung. Überhaupt keine Frage. Sehr schön. Irgendwann hat man bei Hyundai gesagt, wir wollen sportlicher werden. Es kam die Ankündigung, man geht in die Rallye-WM. Ich war richtig überrascht. Und man hat aus dieser Marke, so wie in den 70er Jahren das BMW mit der M GmbH gemacht hat, bei Mercedes mit AMG, dass man sagt, in den 80ern, wir gehen zurück in den Motorsport, hat man versucht, der Marke ein neues Image zu geben, was wirklich sensationell funktioniert hat. Die gehen richtig gut, die machen Freude. Alles, was von N kommt, macht Spaß. Wir hatten ja alles schon hier, i30N, i20N und auch den Kona. Als der damals präsentiert wurde, dachte ich mir, naja, das Ding ist ja alles andere als sportlich. Aber inzwischen, muss ich sagen, hat sich dieses Auto auf dem Markt auch etabliert. Man sieht ihn oft und dann bringen wir ihn auch als N-Variante. Ich bin richtig gespannt. Im Zentrum der Fahrfreude steht ein turboaufgeladener 2-Liter Vierzylinder. Seine 280 PS schickt der Koreaner ausschließlich an die Vorderräder. Motor, normal, Sport, Sport Plus, komm, Sport Plus muss sein. Lenkung, normal, Sport, ja, auch mal. Ich fahr, na komm, machen wir mal so ein Mittelding. Ja, Getriebe, auch sportlich. ESC, elektronisches Stabilitätsprogramm, normal, Sport, Auspuffklang. Alles klar. Dann Tür zu und los geht's. Auf Knopfdruck soll der Hyundai zum maßgefertigten Sportler werden. Christian auf Abstimmungsfahrt für den Menzel-Modus. Aha, das ist aber schon ein anderes Klangbild, ne? Jawohl, auch die Lenkung geht schwerer, also man merkt das alles. Jawohl, und die ESP-Regelangriffe kommen später. Sehr schön. Für Fahrspaß ohne Risiko also genau das Richtige. Wer gerne ans Limit geht, kann das elektronische Stabilitätsprogramm komplett ausschalten. Das ist jetzt schon ein anderes Auto, ne? Du fährst los und sagst, jawohl, da ist was anders als sonst. Das ist jetzt ein definitiv sportlich dynamisches Auto. Und jetzt kommt N zur Geltung. Überhaupt keine Frage. Sehr schön. Ja, man merkt das auch, die Lenkung geht deutlich. Ja, also ich brauche deutlich mehr Kraft, um das Lenkrad drehen zu können. Wobei das muss gar nicht sein, dass das für mich die beste Position ist. Vielleicht wäre da auch Sport die bessere Variante. Ja. So ist mir eigentlich schon lieber. Ich habe jetzt in der mittleren Konfiguration ist der Lenkkraftaufwand nicht ganz so hoch. Ich kann das Lenkrad einfach schöner dirigieren, schöner führen und nicht so gegen diesen Widerstand zu kämpfen. Ohne, dass es jetzt, sagen wir mal, unsportlich wäre. Es ist immer noch gut. So, Radaufhängung habe ich ja gesagt, fahre ich ein bisschen. Jetzt geht er ganz hart. Jetzt haben wir hier aber auch die Gerade, die natürlich sehr eben ist. Aber merkst schon, wenn ich jetzt hier so die Spurwechsel fahre, dass der dann ja, auch schon mal so ein bisschen anfängt zu höppeln hier und da mal. Ne? Das ist gar nicht so meins. Ich bin da eher dann doch wieder so der Softie. Wenn einer subjektiv jetzt Bock darauf hat, soll er es machen. Ja, ich nicht. Ich gehe wieder in meinen Modi. Weißt du, ich mach mein Menü selber. Nix Fertiggerichte selber. Ja? Kann man auch so vergleichen. Also, ich gehe sogar mal, mach mal den Versuch und fahr mal auf normal. Weil ich glaube, mit den anderen Zutaten, Lenkung, Motor, alles, was man so hat, was hier irgendwie Sportlichkeit bringt, ist es eigentlich mit der komfortablen Fahrwerksabstimmung so, dass das Auto eigentlich auch den besten Kompromiss darstellt. Ja? Es höppelt nichts, aber ich genieße den Rest an Sportlichkeit. Klang, Motoransprache. Fahren wir mal einmal schnell. Das ist Fahrwerkkomfort. Der Rest ist so, wie ich das schön finde. Ja, so. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich weniger Haftung habe. Im Gegenteil, hier ist eine starke Bodenwelle.
Schau mal, wie sauber der die schluckt. Ja? Das ist nicht langsamer. Ich habe eher das Gefühl, dass es sogar besser ist. Und das müsste uns auch helfen. Hier will ich auch mal Traktion probieren. Übrigens muss man mal loben, wir haben ja das ESP noch gar nicht ausgeschaltet. Wir sind ja auf, oder ESC, auf Sport ESC. Halleluja, das System lässt mir richtig, erlaubt mir richtig viel. Wir haben auch eine sehr schöne Traktion, finde ich. Ich habe nicht einmal gespürt, dass irgendwie ein Rad durchdrehen würde. Das ist alles clean. Okay, ich will aber jetzt mal einen Versuch fahren, wie das Auto sich ohne ESP hier auf der Geraden verhält, wenn das Heck ausbricht. Ja, easy. Also du kannst, der ist nicht böse, der kündigt sich schön an, er kommt sauber quer. Du, wenn einer weiß, wozu so ein Lenkrad mal gedacht war, dann kann man damit auch gegenlenken und dann ist das Thema eigentlich schon positiv. Ja. So, hier müsste jetzt Traktion ein Thema werden. Dritter Gang, enge Kurven, Vollgas. Komm, hier machen wir mal einen zweiten rein. Also der zweite war schon kurz und hat richtig gezogen. Da war aber ganz leicht, nur mal ganz kurz. Aber du merkst, dass die Basis extrem gesund ist. Das Auto ist mechanisch richtig gut und dadurch brauchst du auch deine Helfer, die das Thema unterstützen, kommen so gut wie gar nicht zum Einsatz. Viele werden natürlich dann auch sich laut die Frage stellen, was kann er denn im Vergleich zu seinem älteren Bruder? Der ältere Bruder wäre in dem Moment für mich dann der Hyundai, der i30N. Den kennen auch viele, den sieht man auch oft. Dieses Auto hat innerhalb von wenigen Jahren absoluten Kultstatus. Deswegen werden wir den mal auf der Uhr mit dem vergleichen, damit auch der Hyundai-Fan ein Bild davon hat, was er hier kann. Der i30N hat 5 PS weniger, ist aber auch 13 Kilo leichter. Auf dem Datenblatt liegen die beiden Markenbrüder aus dem Hause N dicht beieinander. Mit einer Zeit von 2:05:63 hat der Kompaktsportler mit Kultstatus vorgelegt. Seine 280 PS ziehen den Kona N in werksangegebenen 5,5 Sekunden auf 100 km/h. In Kurve 1 bremst der Kona später als der i30 und kann etwas mehr Speed mit in Kurve 2 nehmen. Dadurch geht er leicht in Führung. Trotz des höher liegenden Schwerpunktes stemmt sich der Kona gut durch die Links-Rechts-Links-Kombination und gewinnt Zeit. Der Abstand zum kleinen Bruder wird größer. Auch Kurve 7 kann der Kona eine ganze Ecke schneller nehmen als der i30. Auf der Gegengeraden rührt der Kona mit Vollgas Richtung letzter Kurve. Bei knapp 200 km/h geht's in die Eisen. Der i30N taumelt und ist bereits angezählt. Kann sich der große Bruder als Familienoberhaupt durchsetzen? Knockout. Der i30 muss sich geschlagen geben. Der Familienzuwachs nimmt dem kleinen Bruder über 2 Sekunden auf der schnellen Runde ab. Großes Kino, großes Kompliment. Für alle, die sagen, ja, ich habe Bock auf so ein Hyundai, auch in der Farbe, um mich mit dem Motorsport
zu identifizieren, den ja Hyundai wirklich zelebriert und lebt. Das machen die übrigens von Deutschland aus hier. Der ist mit dem Auto gut aufgestellt. Das ist jetzt nicht irgendwie so eine hellblau lackierte oder folierte Kutsche mit ein paar dicken Pellen drauf und einem lackierten Bremssattel. Die haben Gas gegeben. Daumen hoch. Auch der Kona N trägt sein sportliches Kürzel zurecht. Auf der Rennstrecke ist er seinen Geschwistern sogar eine Nasenlänge voraus.